Das ist ein 4x4 Allradfahrzeug, aber nicht vom Bimobil, sondern von Concorde. Ja, denn der Cruiser ist tatsächlich auf Basis des ganz tollen Iveco Daily Allrades, mit dem wir schon ganz krasse Sachen gemacht haben. Ja, denn das ist wirklich ein absolut geländegängiges Fahrzeug, eingesetzt von der Schweizer Armee, der italienischen Armee und. Die würden vielleicht nicht mit einem Concorde-Aufbau rumfahren, aber der Alkoven, der hat es mir wirklich angetan, weil allein die Optik mit den großen Reifen und allen drum und dran, boah, ein richtiger Hingucker. Und er ist gar nicht so lang, ja. Ich grüße dich, stell dich mal kurz vor. Ja, Markus Freitag, hallo. Ich bin Vertriebs- und Marketingleiter bei der Firma Concorde. Markus, Allrad, da spielen viele mit. Die Bodenfreiheit, ein absoluter Hammer. Geländegängigkeit ist da. Kann ich damit denn so auf Schlechtwege fahren? Ja, auf Schlechtwegen ja. Wobei, jetzt möchte ich einfach mal ganz kurz ausholen. Für einen echten Offroader, der wird, wenn er das Auto sieht, schmunzeln. Weil allein der Überhang der Hinterachse schon jedem sofort zeigt, naja, mit dem kann ich nicht wirklich im freien Gelände durch die Gegend fahren. Was ich durchaus mit einem Bimobil, den du vorhin erwähnt hast, ja tun kann. Das ist ein ganz anderes Konzept, was dann dahinter steht. Wir haben aber gesagt, eigentlich ist das nicht dumm, ein allradgetriebenes Fahrgestell mit einem konventionellen Aufbau zu verbinden und damit eben eine Symbiose zu schaffen und ein Sicherheitsgefühl dem Kunden auch zu bieten, letztendlich nirgendwo mehr hängen zu bleiben. Und oft sind es halt Schotterwege oder auch mal eine Wiese oder ich fahre bis an den Strand ran mit einem Reisemobil und das kann ich genau mit so einer Kombination hervorragend tun. Und das war der Gedanke, der dahinter steckt. Ich nehme an, die sind unglaublich schwer, die Schilder hinten, oder? Bitte was? Die sind schwer, die Schilder. Die Schilder sind richtig schwer. Richtig ja. Schwer. Warte mal, ich guck mal nach, ob ich das Heck hinkriege. Ist das hinten, das Heck ist neu? Das Heck ist nicht neu, das Auto gibt es im Prinzip schon seit gut 3 Jahren so, wie er hier jetzt steht. Ja, ich habe es aber nicht gewusst, also dass ihr einen Allrad, einen 4x4 habt, auf Original Iveco, der hat sogar Sperren. Das heißt, du kommst da aus einer nassen Wiese locker raus. Ja. Und das Gesamtgewicht von dem? Das Gesamtgewicht von dem liegt bei 7 Tonnen. Bei 7 Tonnen. Leer? Nee, zulässiges Gesamtgewicht. Zulässiges Gesamtgewicht. Das heißt also leer, was wiegt der ungefähr? 6 Tonnen? Etwas unter 6 Tonnen. Der liegt irgendwie bei 5.700, 5.800 Kilo. Also ich kann auch ordentlich zuladen. Ja. Das ist so. Er ist nicht zu lang. Also das ist ja auch das, was viele Leute wollen. Er ist knapp 8 Meter in der Länge. Viel größer wollten wir ihn auch nicht bauen. Geht aber auch nicht im Grunde, weil die Radstandslänge beim Iveco 4x4 auch begrenzt ist. Ja, das Fahrzeug ist, also ich fahre ja selbst ein Daily, tolles Fahrzeug, muss man sagen. Und hier hast du ja noch das Original-Fahrerhaus dabei. Die Kabine ist ja das, was auch viele wollen. Die sagen, also ich möchte gern noch sehen, was ist da für ein Fahrzeug drunter. Ja. Und das ist schon mit der Bodenfreiheit, wenn man hier mal so drunter guckt und du mal gerade so dein Bein daneben stellst, sei mal gerade so lieb, dass man mal so einen Vergleich hat. Das sind gut und gerne 40 cm, sogar vielleicht ein bisschen mehr, oder? Bodenfreiheit? Ja, so zwischen 40 und 50 cm, je nachdem, in welchem Bereich ich jetzt schaue. Ja, tolles Fahrzeug. Wer kauft sowas? Ja, wer kauft sowas? Das ist ganz unterschiedlich. Das sind im Grunde in erster Linie Leute, die sagen, ich möchte nicht unbedingt permanent einen Reisemobilstellplatz oder einen Campingplatz anfahren, sondern suche mir einfach auch mal gerne den Weg irgendwo in eine schöne Region rein, wo ein befestigter Weg ist oder eine Schotterpiste noch ist, um einfach weiterzufahren. So, der hat die großen Reifen, hat die großen Bremsen drin. Genau. Denn ich sag mal, große Reifen heißt immer große Bremsen. Das ist schon fast ein kleiner LKW. Oder es ist ein kleiner LKW, oder? Er ist im Prinzip ein echter kleiner LKW. Wobei der Daily ja generell ein kleiner LKW ist. Nur in dieser Konstellation sicherlich auch mit den großen Reifen eine ideale Kombination für den Aufbau eines Reisemobils, die ja immer höher sind als der normale Transporter Daily. Ja, der Alkoven auch ein ganz toller Grundriss, gerade für Families kenne ich es jetzt nur. Ist das jetzt ein Zwei- oder ein Vier-Personen-Fahrzeug? Auch das ist ein Zwei-Personen-Fahrzeug mit einer Rundsitzgruppe im Heck wieder drin und mit Einzelbetten im Alkoven. Komm, wir schauen mal ganz kurz hinten rein, ja, machen das mal im Schnelldurchgang. Da stimmt das Schild rechts, schau mal kurz. Ja, das könnte passen. Könnte passen. Ich glaub, die jetzt in der Zwischenzeit schon ausgetauscht. So, Hintergrund, wir filmen heute am Donnerstag. Es ist noch gar nicht geöffnet, muss man sagen. Genau. Und wir filmen vor dem Aufbau aus gutem Grund. Wenn du mal lieb, das kann man Licht machst. Na klar. Falls es zentral an ist. Ich habe eigentlich auch Licht dabei. Ja.
Nee, der ist noch nicht eingeschaltet. Der ist noch nicht eingeschaltet. Warte mal ganz kurz. Ich kann reinfilmen, das ist kein Problem. Also hier sieht man auch wieder Mastervolt. Genau. Genauso wie bei dem ersten Auto vorhin. Auch hier Mastervolt-Technik komplett in dem Fahrzeug drin. So, große Heckgarage. Dann Außendusche. Die darf hier natürlich nicht fehlen. Also das hier ist ja prädestiniert fast für Hundebesitzer. Ich finde grundsätzlich egal, in jedem Auto sollte eine Außendusche mit drin sein, weil das ist wirklich ein sehr sinnvolles Zubehörteil, die ich persönlich auch immer sehr oft nutze. Wenn man vom Strand kommt, einfach gar nicht erst ins Auto rein, sondern draußen erst einmal grob das Salz abwaschen. So, auch hier hinten sieht man eine Hecksitzgruppe wahrscheinlich drin. Genau. Das Spannende hier bei so einem Fahrzeug ist natürlich eure Expertise, die ihr habt. Ihr macht das schon sehr lange. Ihr seid einer der ältesten Wohnmobilhersteller in Deutschland, kann man so sagen, in der Klasse. Also es gibt sicherlich noch deutlich ältere als uns, aber mit 40 Jahren, die wir jetzt am Markt sind, sind wir definitiv der älteste Anbieter im Luxusreisemobilsegment. Ja, Luxusreisemobil plus 4x4, der schreit doch schon nach Individualisierung mit Beklebung. Ein bisschen matt, wird das gehen? Darf man das? Grundsätzlich ja, das würde gehen, dass man ihn anschließend foliert und auch matt foliert. Also auch solche Anfragen bekommen wir und werden auch realisiert. So, das ist jetzt die Bezeichnung 791 RL SUV? Genau, so, das dann, ist die korrekte Bezeichnung. Dann zeige ich es mal gerade für die Leute des Standbildes, dass wir das nochmal sehen können. Das ist die Ausstattung. 256.240 €. Na gut, ich bin ja immer so ein Freund von ganz schön preiswert für einen Concorde, aber wo fängt das an mit dem günstigsten Concorde, den ihr überhaupt habt? Ist das so bei 170 oder? Ja, von der Grundausstattung geht das so bei 170.000 € los. In der Regel liegen solche Autos dann wirklich, wenn ein Kunde sie konfiguriert hat, irgendwo auch bei gut 200.000 €. Mit also 220, 230, sowas. Da kann er schon mal in der oberen Grenze dann liegen. Ja, die Lebensdauer der Fahrzeuge recht interessant. Viele Fahrzeuge werden bis zu 6, 7, 8 Jahre gehalten. Das ist so, aber manche tauschen die fast jedes Jahr. Das gibt es auch, oder? Ganz unterschiedlich, ja. Es gibt schon die ganz verrückten Enthusiasten, die wirklich jedes Jahr ihr Auto schon mal durchtauschen wollen. Und es gibt die, die auch das Auto sehr lange halten. Also da ist eine sehr große Spannbreite dazwischen. Und darüber hinaus gibt es eine extrem große Fangemeinde, die auch gerne gebrauchte Autos kauft, die also durchaus auch schon 10 Jahre oder älter sind und dort immer noch dann in einem hervorragenden Zustand sind. Und das macht uns auch ein bisschen stolz, dass die Haltedauer dann noch so lang ist und dass die Lebenserwartung, die das Auto hat, wirklich sehr weit nach oben gerutscht ist. Und damit sind die Fahrzeuge auch sehr wertstabil. Ja, man sieht wenig Concords, die wirklich abgewrackt werden, sondern viele fahren, bis es sich gar nicht mehr lohnt, irgendwann mal. Aber ganz viele Fahrzeuge noch aus vor 2000 sind noch, ich sag mal, zu finden. Deutlich. Also man findet noch wahnsinnig viele Autos aus den Jahren Anfang der 90er, die wir produziert haben, die heute immer noch sehr, sehr schön dastehen und genutzt werden. So, die Beleuchtung ist jetzt richtig schön hässlich, denn das ist die Messebeleuchtung, die ihr eingebaut habt. Denn das ist normalerweise viel schöner. Ja. Aber wenn du mal gerade alles mal anfunken kannst, was du hast, ja, dass wir da mal dagegen steuern. Denn ich nenne es immer so das Putzlicht hier, was drin ist. Aber gut und gerne gehen hier 60.000 Leute durch so ein Fahrzeug, je nachdem. Jetzt sind die hier gesperrt. Ja. Hier kommt nicht jeder rein so direkt? Oder wie habt ihr das gemacht auf der Messe? Nee, leider kann nicht jeder einfach rein in die Autos, sondern auch wir mussten ein Hygienekonzept erstellen, mit dem wir hier auf der Messe an den Start gehen. Und es ist letztendlich so, dass das Betreten der Fahrzeuge nur in Verbindung mit dem Standpersonal möglich ist. Und es ist auch so, dass die Personenzahl automatisch auf die Leute eines Haushaltes dann bei uns begrenzt werden, die dann in das Fahrzeug rein können. Also auch aus unterschiedlichen Haushalten lassen wir keine Leute gleichzeitig in ein Fahrzeug rein. Ja, das Konzept diesmal noch schärfer. Du hast es gemerkt, als du reingefahren bist. Jetzt wird sogar das Aufbaupersonal wird schon kontrolliert hier mit den 3Gs. Ja. Aber es ist die Messe, die Bestand hatte. Wenn ich nur denke an Bern, die abgebrochen wurde am Freitag, das war noch im letzten Jahr. Ja. Aber die Messe Düsseldorf hat das gut gemacht, oder? Ich denke schon. Letztes Jahr waren wir ja nicht in Düsseldorf, weil wir auch nicht davon überzeugt waren, dass es wirklich gut funktionieren kann. Sehen das dieses Jahr aber auch einfach anders, weil die Gesamtsituation auch eine etwas andere ist. Es gibt viel mehr Geimpfte, die letztendlich da sind, genauso wie Genesene. Und dadurch auch die Möglichkeit da ist, glaube ich, wieder etwas sorgenfreier über eine Messe bummeln zu können. Das Risiko deutlich geringer ist, als es vielleicht letztes Jahr im Verhältnis dazu war. Ja, tolles Fahrzeug. Auch hier wieder ein Fahrzeug, wo ich sagen würde, bis zu 8 Meter Länge. Hast du nicht so diesen typischen,
ich sag mal, Joghurtbecher, Concorde, du kennst das aus der Branche 4x4, was die über uns sagen, ja, die solche Autos fahren. Das ist so eine Mischung. Wie kommt die an im Markt? Ist das eine tolle Erfindung, die ihr relativ oft verkauft? Oder? Also der läuft gut. Viel besser, als wir erwartet haben. Und es ist eigentlich eine ganz interessante Idee gewesen, wie das Auto auch entstanden ist. Ist der Vertriebsleiter von Iveco auf uns zugekommen und hat uns mitgeteilt, wir kommen mit einem eigenen 4x4, also mit keinem Umbau, in den Markt. Und er hat uns einfach mal schon ein Auto reserviert, weil er glaubte, dass wir darauf schon was draus machen könnten. Und so sind wir mit an eins der ersten Fahrgestelle gekommen und haben dann aber auch gesagt, es macht eigentlich ganz viel Sinn, mit so einem Fahrgestell letztendlich auch ein konventionelles Reisemobil zu bauen, weil ich die Vorteile eines Offroad-Fahrzeuges im Grunde mit den Vorteilen einer klassischen Reisemobilkabine verbinden kann. Mhm. Und deswegen haben wir ihm auch einen Zusatz gegeben. Das ist für uns ein SUV, den wir hier gebaut haben, den jeder aus dem PKW-Bereich kennt. Ganz viele fahren so ein Auto, würden damit aber auch nie wirklich Offroad reingehen. Aber sorgenfrei auch in Schlechtwege. Also das mal. Genau. Es geht ja auch darum, dass man hier natürlich Astabweiser müsste man noch anbringen. Also habt ihr sowas individualisiert mal, dass jemand gesagt, ich will den ein bisschen böse haben? Nee, das haben wir noch nicht gehabt. Noch nicht gehabt. Aber das könnte ich mir ohne weiteres vorstellen. Hätte er auch direkt die ersten Möglichkeiten, was so Astabweiser fürs Dach betrifft und so weiter. Da gibt es Railings. Also da seid ihr auch für zu haben, oder? Sagt ihr, Gottes Namen, geh nach Hause oder so? Nein. Das sind so Themen, die wir gerne anpacken, wo die Kunden auch auf uns zukommen und wir uns dann überlegen, wie wir das dann wirklich machen können. So, jetzt ist hier das helle Holz drin. Genau. Ihr habt drei verschiedene Holztöne, die man wählen kann. Es muss aber immer Holz sein. Das heißt, also wenn es einer sagt, ich hätte den gern komplett weiß, das geht nicht, oder? Die Dachschrankfronten schon. Die kann es auch ganz komplett weiß geben. Ja. Aber ansonsten die eigentlichen Schrankelemente dann hinterher, die gibt es nur in Holzfarbe. Prima. Ja, das sind Jalousien, die habe ich auch nur bei euch gesehen. Ja, diese im Prinzip wie in der Yacht so ein bisschen, dass die da sind, dass du keine Plissés hast oder sowas, sondern ich sag mal richtig ordentlich Jalousien. Klappert das nicht? Wenn die hochgezogen sind, klappern die nicht. Also ich muss sie wirklich hochziehen, so wie sie da jetzt gerade auch zu sehen ist, dann klappert die nicht. Dann steht die ganz ruhig im Fahrzeug. Wenn ich sie unten habe, dann klappert sie, ohne Frage. Und? Aber für uns sind es Elemente, die kommen aus dem Bootsbereich. Wir haben immer wieder Anleihen da auch gesucht, weil wir glauben, dass gerade Yachten sehr hochwertig gestylt werden und designt werden und diese Anleihen auch uns in unseren Fahrzeugen sehr gut tun. Und nicht ohne Grund haben wir ja aus der Begrifflichkeit des Reisemobils, der ja sehr oft verwendet wird, eine eigene Namensgebung noch für unsere Fahrzeuge auch geschaffen. Unsere Fahrzeuge werden von uns selber auch oft Landjacht genannt. Okay, da gibt es ja auch eigene Bücher, die ich mittlerweile sogar schätze, die zeigen große Campingplätze. Ja. Das Coole ist an dieser Jalousie, dass du ruckzuck, wenn du mal gerade dran drehst, nämlich den Blick öffnest und du kannst Privacy machen. Das heißt, niemand kann reingucken. Ja. Je nachdem, wie man den Winkel einstellt, kann ich also komplett rausgucken. Genau. Jetzt haben wir hier eine starke Tönung drauf. Kann man die Scheiben auch mit etwas weniger Tönung haben oder kann ist man, das so? Kann man. Das kann man, ja. Also ich kann die auch komplett klar haben, wenn ich will. Genau. Also es gibt drei Stufen, in denen sie geliefert werden können und in denen können wir sie dann auch einbauen. So, trotzdem, hier kann ich komplett öffnen. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwann mal, ich sag mal, durchlüften möchte oder ich will mal direkt aufs Meer gucken, kann ich ja von hier oben, ich bin relativ hoch. Das Gemeine war, wir haben ja eben den ganz großen gezeigt, den Atego-Alkoven. Jetzt wirkt der dagegen schon wieder viel kleiner. Bist du drin, dann geht's wieder. Die Breite vom Fahrzeug, sind das hier 2,30? Was hat der? Der 2,40. 2,40. Stark. So, bitte einmal öffnen, sei mal so lieb. Das Fenster. Ja, das nur mal kurz mal, dass man den Leuten mal demonstriert, wie hoch man ist. Denn, und bitte die Fenster nicht öffnen, wenn Kinder da sind. Das ist, wenn du hier abstürzt, dann hast du es gepackt, ja. Denn der Vorteil ist, du kannst dann auf dem Campingplatz oder Stellplatz komplett über alle hinweg gucken und hast wirklich einen tollen Ausblick. Da, wo andere schon scheitern, wo sie nur den Nachbarn sehen, da habe ich dann hier den Ausblick nach draußen. Ja, das ist so. Und was ich besonders schön finde bei den Hecksitzgruppenfahrzeugen, dass ich sehr viel Fensterfront habe. Dass ich wirklich auf jeder Seite rausschauen kann und komplett um mein Fahrzeug drumherum eigentlich mir immer den schönsten Blick suchen kann. Ja, vorne sehen wir die Küche. Auch da habt ihr natürlich den Platz geschuldet, eine spezielle Form gewählt. Wenn du dich mal kurz davor stellst, du bist 1,95 Meter groß. Ich bin 1,95. Das geht hier so eine kleine Stufe geht's hoch. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich der Heckgarage dann geschuldet. Genau, das ist der Heckgarage geschuldet, dass die Sitzgruppe auf dem Podest steht. Aber
Im Küchenbereich haben wir die normale Innenhöhe eines Reisemobils, die ich dann noch brauche. Stark. So, und auch da habt ihr eine tolle, ich sag mal so ein Wechselspiel zwischen dem Holz und den weißen Farben hinbekommen, dass das Ganze auch nicht so aussieht wie in der Zahnarztpraxis, sondern wirklich nett. Mhm. Das ist so, dass viele wahrscheinlich, die hier auf der Messe sehen, sagen, eigentlich genau das ist es. Ich hätte es gern genauso, wie es da steht. Es passiert öfter? Das passiert schon sehr oft, dass genau die Kombinationen, die wir erstellen, dann anschließend auch so verkauft werden. Ja, da habt ihr viel indirektes Licht gewählt. Ist es Koreanier oder? Nee. Ja, das ist ein Mineralwerkstoff, der letztendlich aber nicht mehr Korean ist, sondern guter Punkt, wo ich jetzt gerade sage, da stehe ich auf dem... Ja, das ist aber gar nicht so schlimm. Ohne zu sagen, was es wirklich genau ist. Ne? Okay, das ist gar kein Problem. Bei euch muss man sagen, ihr seid ja nicht nur ein, ich sag mal, Mitarbeiter, du machst ja hier Vertrieb. Ja. Oft sind die Fachhändler, kennen die Fahrzeuge besser als du, ja, weil die natürlich mit den Kunden unterwegs sind. Die ersten Kinderkrankheiten dann natürlich auch mal ausmerzen, die da sind, ja. Das heißt, die geben euch permanent Input, oder? Definitiv, also auf der einen Seite, aber am besten kennen unsere Fahrzeuge immer noch unsere Kunden. Das ist so, oder? Ja, ja. Gerade wenn Sie sich auch damit auseinandersetzen, ein Fahrzeug kaufen zu wollen, gehen die bis ins kleinste Detail hinterher rein, wo viele dann hinterher noch aussteigen und sagen, jetzt muss ich mich wirklich nochmal schlau machen. Ist das so, wie er es mir gerade erzählt oder nicht? Ganz ehrlich, das war das erste Mal, dass du jetzt ein bisschen rausgekommen bist. Das macht dich so charmant, muss ich ehrlich sagen. Weil die normalen, also ich gucke immer eure Werbevideos, die sind immer so perfekt, muss ich sagen. Das eine Video, da ist, ich glaube, der Vater und der Sohn, das ist schon ein bisschen älter. Der eine Vater kommt dann rein, sieht das und dann trifft er, glaube ich, einen jungen Mann. Die beiden unterhalten sich über ein Reisemobil. Wie ist das mit jüngeren Leuten? Ist das hier ein Fahrzeug, was auch durchaus jüngere Leute anspricht? Also es ist generell so, nicht nur dieses Fahrzeug, sondern sehr viele unserer Fahrzeuge sprechen mittlerweile auch die jüngeren Generationen an, glücklicherweise für uns. Und wir haben das auch in den letzten Jahren festgestellt, dass sich unser Kundenklientel im Kaufbereich deutlich verjüngt hat. So, ich mache mal ganz kurz was auf, wenn ich darf. Jetzt wird das mal sehen, ein Auszug. Mhm. Beidseitig befüllbar, ja. Okay, das heißt, du kannst auch hier eine Weinflasche reinstellen auf der Seite. Dann, wenn du mal so lieb bist, die Schränke mal ganz kurz öffnest für mich. Na klar. Aber dann mache ich hier gehen einmal wieder zu. Ich kann hier das Heck kann ich zum Bett umbauen, oder? Das kann ich auch zum Bett umbauen, genau. Hubstützanlage geht auch hier bei dem? Hubstützanlage geht leider noch nicht. Wir sind mit einem unserer Lieferanten dran, ein System dafür zu entwickeln. Durch die große Bodenfreiheit, die wir haben, gibt es noch nicht die richtigen Stempel. Richtig, das ist oft das Problem, weil die 4x4-Fahrzeuge haben in der Regel keine Hubstützanlage, weil die auch abgerissen wird. Genau. Das ist auch ein Problem im Gelände, also dass Leute dann kommen. Aber okay. Ein 4x4 Concorde, das ist richtig cool. Ja. Da hat der Iveco-Mann noch einen guten Riecher gehabt, oder? Das hat einfach gepasst, also zu uns, das Fahrgestell. Deswegen sind wir da auch direkt drauf angesprungen. Farbe vom Fahrzeug vorne, da gibt es da verschiedene Farben. Kann ich die wählen? Kann ich ein weißes haben? Na, Silber? Klar, geht. Na, aus der Farbpalette, die Iveco zur Verfügung stellt, kann ich frei auswählen. Oder folieren. Das ist ja auch das, was viele... Oder folieren, ja. Genau. Oben bitte einmal öffnen. Na klar. Auch hier habt ihr nochmal offene Fächer. Du sagst, das ist sehr praktisch. Ja. Gerade im Küchenbereich finde ich das auch. Das ist so, kannst du viele Sachen reinmachen. Ich bin ja so ein Typ, gib mir nicht so ein Fach. Ja. Dann, das ist voll und ich brauche die Sachen nie wieder. Ja. Das ist der. Es ist oft in Reisemobilen, findet man ja Sachen nach Jahren wieder, wo man denkt, aha, das habe ich irgendwann mal hier reingepackt. Ich habe einen Trick. Jetzt ist es wieder da. Ich räume nach jedem Urlaub das ganze Reisemobil komplett aus. Also von oben bis unten und überleg mir, was muss wieder mit. Und mittlerweile ist es so wenig geworden, ja, dass es lohnt sich. Am coolsten hier, ganz ehrlich, ist ja wohl der Kleiderschrank hier. Der sieht nicht nur groß aus. Der ist auch groß. Der ist auch groß. Thema Wohnwagen wieder. Also viele Wohnwagen haben ja solche großen Schränke. Ja. Ich habe eine Hecksitzgruppe. Zieht ihr hier Leute vielleicht aus einem großen Wohnwagensegment auch mal rein, die sagen, ich will eine Hecksitzgruppe? Es gibt generell ja immer Leute, die auch aus dem Caravan-Bereich kommen und in die Reisemobilklasse dann hinterher wechseln. Und die können sich durchaus sehr schnell mit solchen Grundrissen, wie wir sie hier jetzt auch sehen, anfreunden dann. Da links und rechts sind dann jeweils zwei Sitzplätze, genau, die ich dann habe. Genau. Das heißt, es können vier Leute mitfahren. Das Auto ist geplant jetzt für vier Personen, richtig. Vier Personen. So, umbauen. Auch hier mein Tipp, ich bin ja kein Händler von euch, aber ich würde ein flaches Hubbett vielleicht auf, aber ruhig mal zu euch kommen, die Bitte machen. Ihr habt ja eine eigene Entwicklungsabteilung, vielleicht wird man sich einig. Aha. Es gibt aber Sachen, die gehen nicht, muss man sagen. Also viele Kunden kommen ja mit unmöglichen Sachen zu euch. Ihr checkt das aber vorher ab, oder?
Wir checken das ab, sind aber offen für jede Anregung. Es kann durchaus sein, dass wir sagen, nein, können wir nicht sofort umsetzen, sondern es wird etwas dauern. Oder wir sagen von vornherein, nein, das können oder das wollen wir nicht realisieren. Die ist so gemütlich, die Sitzgruppe. Das ist so. Jetzt nur noch so ein kleines Kalkkissen rein, obwohl du bräuchtest eigentlich nur so ein, zwei kleine Kissen, die ein bisschen drunter, da kannst du schon lümmeln, klar, kannst Fernsehen schauen. Das in jedem Fall und auch für zwei Personen wieder. In erster Linie sind diese Autos ja für zwei Personen konzipiert. Finde ich einen idealen Platz in der Sitzgruppe, wo ich wirklich mich schön reinlegen kann. Und du bist der Star am Campingplatz, ehrlich. Also hier mit so einem Auto ist so außergewöhnlich, weil du hast ein 4x4. Die Leute sehen das ja direkt an der Bodenfreiheit. Hier oben, da habt ihr die Mikrowelle drin. Genau. Ist das so eine Kombi-Mikrowelle? Nein, das ist eine reine 230 Volt Mikrowelle, die hat aber auch eine Grillfunktion mit drin. Genau. So, und unten wieder der typische Dometic, jetzt ist glaube ich schon im dritten Jahr mit der doppelseitigen Öffnung. Ja. Ich war ja immer ein Freund vom alten, der war größer, muss ich sagen. Aber wobei ich mittlerweile diese, es ist richtig, der alte war etwas größer, aber ich diese beidseitige Öffnungsfunktion sehr praktisch finde, je nachdem wie der Kühlschrank in dem Fahrzeug steht. Kann das schon einen deutlichen Vorteil bringen. Darf ich dir dazu was sagen? Ja? Ich habe es ja auch beidseitig öffnenbar. Ich habe es noch nie von der anderen Seite aufgemacht. Weißt du warum? Weil ich dann nicht weiß, wo die Sachen sind. Nee, kein Witz, ich habe das mal probiert. Das ist so komisch, aber es gibt bestimmt Leute, die kommen damit klar, aber ich mache es immer von links auf. Ja. Wobei, ich sage das nicht ohne Grund. Ich bin gestern durch einen Wohnwagen mal durchgestanden, gestern Abend, habe noch einen Moment Zeit gehabt, nebenan in der Nachbarhalle. Und der hatte den Kühlschrank direkt im Eingangsbereich stehen, aber quer. Und das fand ich, im Nachhinein fand ich das echt gar nicht dumm. Weil wenn ich im Auto bin, gehe ich von hier ran und öffne, bin ich draußen unter meinem Sonnensegel, unter meiner Markise oder im Vorzelt, kann ich von der anderen Seite genauso schnell eben öffnen und muss gar nicht erst ins Fahrzeug reinlaufen. Deswegen, je nachdem, wie ich den Kühlschrank positioniere, kann auch das ein echter Vorteil sein. Komm, ich zeig mal ganz kurz. Das riecht nach CBE, aber ist wahrscheinlich nicht. Aber ich guck mal ganz kurz, Mastervolt, ihr habt die Panels da, das wirkt sehr aufgeräumt. Ja. Ihr könnt viele Sachen noch steuern über die Mastervolt. Das ist das Masterview Easy, das wir ja hier jetzt haben. Ja. Und das andere ist aber auch ein CBE-Panel, das wir daneben haben. Es riecht nicht nur so, es ist auch so. So, und das kennt man schon. Also das ist die ganze Elektrosteuerung. Ihr programmiert das ja so, dass, ich sag mal, die Kunden das easy haben. Man sieht, glaube ich, sogar, wie lange hält das noch? Kann ich den Strom begrenzen? Wie funktioniert das, den Landstrom, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe nur 5 Ampere? Es ist relativ einfach. Kann ich begrenzen dann hinterher? Ich switche einfach mal um. Da sieht man schon, wir haben ihn jetzt hier auf 6 Ampere begrenzt. Und ich muss im Grunde nur antatschen und komme dann in die Funktion rein und kann jetzt vorgeben, mit welcher Amperezahl ich letztendlich ran muss. Wenn ich das Häkchen dann drücke, komme ich wieder zurück und habe die Amperezahl eingestellt. Also ich kann auch 10 oder 16 Ampere. Also Netzausgleich ist kein Thema, das geht. Jetzt bin ich hier relativ hoch. Ja. Ich bin hier wahrscheinlich über 3 Meter bei dem Fahrzeug. Aufbau Klimaanlage auf dem Dach, das wäre jetzt kein Problem. Aber auch da auf Kundenwunsch, wie der Kunde will. Genau, das machen wir auf Kundenwunsch, wie der Kunde es letztendlich haben möchte. Wobei es ist ja oft so, nutze ich die Klimaanlage und wie nutze ich sie? Macht dann gleichzeitig noch ein großes Dachfenster Sinn, wenn ich es reinsetze, oder ist das eher kontraproduktiv? Und auch da entscheiden die Kunden im Grunde frei, wie sie es dann wirklich haben. So, und dann der Badbereich. Ihr habt das, was viele Italiener lieben. Ihr habt endlich mal ein getrenntes Klo. Da stehen ganz viele drauf, die sagen, ich will, wenn ich mein großes oder kleines Geschäft mache, in Ruhe sein. Mhm. Das ist hier gewährleistet. Also es gibt kein Raumbad in dem Konzept. Im Prinzip doch. Ich kann das zum Raumbad umgestalten, denn die Tür des Toilettenraums schließt genauso hier quer wieder ab. Okay. Und damit habe ich die Verbindung geschaffen. Nach vorne hin kann ich genauso abtrennen und habe mein Raumbad. Dann schauen wir uns gleich mal von innen an. Mhm. Denn 1,95 bist du groß. Nochmal als Hinweis für alle, die mir immer wieder vorwerfen, wir verwenden nur kleine Models. Nein, diesmal der Vertriebsleiter von Concorde. Großer Mensch. Auch eine Dusche, die ist jetzt nochmal eingelassen nach unten, das heißt wenig Spritzen. Ja. Dann Echtglas hier an der Seite. Auch da habt ihr euch viele Gedanken gemacht, dass die Türen sich nicht von selbst öffnen. Dein Tipp ist aber immer wahrscheinlich auch Checkliste machen, alles nochmal prüfen, 5-fach. Ja, auf jeden Fall. Wobei, auch mir passiert das heute immer noch, dass ich losfahre und ich höre irgendwas scheppern im Hintergrund und weiß, aha, irgendwas habe ich dann doch vergessen, wieder zu schließen. Die Tür oder so. Das gehört einfach dazu, dieses einfach ungute Geräusch, das man nochmal hat.
Ich habe letztes Mal die Spülmaschine kam raus. Bei jeder ersten Urlaubsfahrt ist es der erste oder zweite Tag, wo man sich wieder sicher fühlt, wo das dann passiert. Und danach ist es dann wieder gut für die Urlaubsfahrt. Wir sollten uns mal ganz kurz einigen. Wenn du mal gerade aufs Bett drauf gehst, zeig mal gerade, wahrscheinlich ist er wieder so eine Stufe. Genau, der hat genau die Stufe. Wenn hier reinkommt, springst du aufs Bett drauf. Hier Kopffreiheit geht, oder? Geht, ja. Ist also jetzt nichts, dass ich Angst haben muss, irgendwie eingeklemmt zu werden, sondern nein, ich habe richtig. Also klar, es ist eine andere Kopffreiheit wie in einem normalen Schlafzimmer dann hinterher. Aber wenn ich mich ins Bett wirklich reinlege, habe ich sehr viel Platz und ich komme da auch gut rein. Man hat es ja gerade gesehen, wie schnell ich oben bin und gleichzeitig ich mich einfach nur nach hinten lege. Und das alles auf 8 Meter, muss man sagen. Ja, also es ist ja. Dann habe ich ein wundervolles Riesenbett hier oben. Stark. So, jetzt kann ich nämlich mal aufmachen hier. Drehen, ja, mache ich. Und dann habe ich mein Raumbad. Ah, okay. Das heißt, also jetzt habe ich hier die Toilette, die ich einmal geschlossen nutzen kann. Hier kann ich den zumachen. Das heißt, wenn ich mal Besuch habe, soll keiner ins Bad reinsehen, kann ich vorne die Stube einfach abtrennen. Okay. Und auch hier wieder dieser Effekt, dass du nicht merkst, dass du in einem Reisemobil bist, weil eben die Fahrerhauskanzel nicht zu sehen ist. Genau. Die ist im Moment zugebaut. Das kennt man ja aus den Expeditionsfahrzeugen. Da hast du dann so eine Tür, kannst sie abschließen. Kann man die auch verriegeln? Geht das theoretisch? Oder zuschließen? Die Tür kann man genauso verriegeln bei uns. Dass sie nicht von außen geöffnet wird. Also wenn ich auf einer Fähre zum Beispiel bin, kann ich euch sagen, ich will die besonders sicher haben, dann könnt ihr euch auch darum kümmern, also nochmal so ein Sicherheitsschloss drauf machen, das würde gehen. Klar. Einfach vorher sagen. Genau. Okay. So, dann sei mal so lieb, komm mal runter. Ja. Dann zeig mir mal bitte die Dusche von der Höhe. Das würde sogar sehen, gehen theoretisch mit Stange. Das geht mit Stange bei dem hier. Boah, das ist krass, die Stehhöhe hier. Ja. Ich glaube, das lieben viele, das Raumgefühl nach oben hin zu haben, Stehhöhe. Die Bewegungsfreiheit ist da ganz wichtig. Also gerade in der Dusche brauche ich ein bisschen Platz nach oben drüber, um wirklich mal den Kopf einzuseifen dann hinterher. Mhm. Wenn ich da schon an die Decke stoße, ist das ja eher unangenehm. Und das am Allrad. Der Wiederverkauf, was habt ihr da für Erfahrungen? Habt ihr jetzt seit 3 Jahren? Die werden aus den Händen gerissen, oder? Gebraucht gibt es eigentlich wirklich keine. Ich habe mal einen im Netz gesehen, der war aber auch sofort wieder weg. Und viel Licht und viele Spiegel. Mhm. Das ist auch der. Ja, aber auch da ist die Qual der Wahl. Viel Beratung ist natürlich wichtig. Wenn jemand zum Beispiel Hunde hat, wo packt er jetzt die Hunde hin und so weiter? Das sind alles so Fragen, die kann man lösen. Die könnte man aber theoretisch hier in der Box hier drunter stellen. Irgendwie müsste ich mal gucken. Also da gibt es mit Sicherheit Lösungen und auch Ansätze. Das ist ja sehr individuell gestaltbar, das ganze Thema. Nee, muss erst entriegelt werden. Ja. Genau, der Hebel muss wieder reingedrückt werden und dann kommen die zurück. Ah, da brauche ich aber beide Hände. Genau. Mit einer wird das nicht funktionieren. Ja, das Schöne ist, das ist die Kameramannsicherung. Genau. Du brauchst beide Hände. Ich bin so froh, dass du dabei bist, ja, weil oft ist bei meinen Vorführungen, zeige ich dann Sachen, die funktionieren, aber nur, weil ich eine Hand habe. Mhm. Bitte einmal öffnen die Schublade. Na klar. Die ist wahrscheinlich wieder irre tief. Ja, die geht ja die ganze Weite. Und das ist mit der, nee, die zweite ist nicht der, der hat eine Blende hier. Mhm. Weil da beginnt das Bett dann schon. So, auch hier eine alte drin? Hier ist auch eine alte. Alte. Warte, ich filme mal ganz kurz ins Fahrerhaus. Na klar, also die technischen Elemente sind im Prinzip bei unseren Autos immer wieder alle gleich. Egal ob ein kleines oder großes Auto, legen wir sehr viel Wert darauf, dass auch die technischen Elemente immer identisch sind. Ja, cool, ihr habt die Standheizung eingebaut von Webasto. Die hängt wahrscheinlich auch am Wärmekreislauf? Na klar, die hängt mit am Wärmekreislauf. Von der Alde, das heißt, ich kann sogar mit Diesel heizen. Tankgröße hier bei dem hier, ist die jetzt stark limitiert oder geht da auch ein großer Tank? Nee, ein großer Tank geht nicht. Von Iveco wird hier auch nur der 90-Liter-Tank angeboten. Also auch nicht mal die 120-Liter-Variante, die sie ja für den klassischen Transporter anbieten. Okay, also die Webasto ist drin. Dann habe ich hier natürlich Assistenzsysteme auf Wunsch, wenn ich sowas brauche. Genau. Geht, also aktiver Spurhalte, weiß ich zufällig, geht glaube ich noch nicht beim 4x4. Beim 4x4 geht der jetzt noch nicht. Aber da sind sie irgendwie dran. Und ob das kommt, weiß man nicht. Aber allein das Fahrzeug ist natürlich cool. Hier 4x4. Du, jetzt haben wir 2 Fahrzeuge gezeigt oder in Kürze werden 2 Fahrzeuge. Ihr habt glaube ich 16 auf dem Stand hier. 17 sind es genau. Ja. Die Qual der Wahl, wenn einer hierher kommt, wie kriegt ihr denn die Leute zur Entscheidung? Die gehen von A nach B und jedes Mal ist eins besser wie das andere, aber irgendwann muss er ja mal sagen, will ich jetzt haben. Wobei dieser Entscheidungsprozess, der fängt ja viel früher an.
wer auf die Messe kommt, wirklich mit dem Gedanken dann auch schon zu sagen, ich will das Auto bestellen, der weiß im Grunde schon relativ genau, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und er nutzt dann die Kompetenz, die hier auf dem Stand ist, um wirklich alle Detailfragen noch zu klären. Das macht es dann auch für uns nicht schwer. Und ansonsten, klar, gefallen tun unsere Autos, glaube ich, ganz vielen. Und das ist uns auch wichtig auf der Messe, dass die Leute sich überhaupt mit uns dann auseinandersetzen und die Fahrzeuge erstmal sehen, sie hier erleben können und dann sich mit diesen Fahrzeugen beschäftigen, damit wir dann wirklich in irgendeiner Form dann auch wann sagen können, okay, wenn das das richtige Auto für dich ist, dann sag uns, wie du es gerne gebaut haben möchtest und dann bauen wir dir dein Traumfahrzeug. Ja, schön, hier ist noch eine Tür, auch die kann ich zumachen. Ja. Mach mal bitte. So kann ich mich doppelt entkoppeln nach vorne, wenn einer mal hinten... Cool. Bitte nochmal öffnen. Was ich toll finde, ihr habt Lautsprechersysteme eingebaut, die auch den Namen verdienen. Da liegen wir Wert drauf. Ja, weil gibt es nicht überall. Also oft wird mit Piepslautsprechern gearbeitet im High-End-Segment. Ja. Das ist oft so, aber ihr habt auch vorne im vorderen Bereich, das sehen wir gleich bei den Vollintegrierten, habt ihr schon lange auf hochgesetzte, richtige Lautsprecher gesetzt. Ist ja jetzt nichts Neues. Wenn ich ein Audi kaufe, da habe ich dann Burmester, was auch immer ich da wählen kann. Genau. Aber hier fehlt es dann oft, ja. Wer kam dann auf die Idee? Das ist eine langjährige Verbindung, die ich schon zu meinen Zeiten bei Detlefs hatte. Ich bin, bevor ich bei Concorde angefangen habe, ja 15 Jahre bei Detlefs gewesen. Und wir haben damals schon auch in Volumenfahrzeugen gut klingende Soundsysteme eingesetzt. Und mir war das wichtig und auch eine Herzensangelegenheit zu sagen, Mensch, wenn ich zu Hause oder in meinem Pkw eine tolle Soundanlage habe, dann will ich die doch im Urlaub genauso haben. Und so sind wir mit dem Peter Jenert bei Concorde dann auch zusammengekommen. Und er entwickelt die Systeme auf unsere Grundrisse, misst sie ein und stimmt sie ab. Und ich kriege wirklich in jedem Fahrzeug grundrissspezifisch einen fast perfekten Sound in die Fahrzeuge hinein. Ja, schönes Detail hier. Der Tisch ist höhenverstellbar, das heißt für das Bett. Genau. Hier könnte ich dann aber auch eine komplette Spielwiese machen, wenn ich einfach mal so Netflix-Wochenende machen will. Es regnet wie verrückt. Das kann ich genauso machen. Fahre ich den Tisch einfach runter, Polster oben drauf und dann kann ich das Ganze nutzen. Ja, Thema Enkel, komm, wir gehen mal raus. Ja. Das große Thema Enkel, das Enkelchen will mal mitfahren und dann wird dann doch das Hubbett gekauft, es werden Sachen gekauft, die den Platz denn extrem verkleinern. Das ist aber ein schwieriges Thema, weil das ist ja der Wunsch eines jeden Opas, dass die Enkel immer mitfahren, oder? Der Wunsch ist da. Was ich immer ganz interessant dabei finde, dass man nur ganz selten die Enkel wirklich mit den Großeltern auf den Plätzen findet. Ich habe ein Video gedreht, tatsächlich alpencamping.at. Mhm. Da war denn einer mit einem Liner da und fährt auch regelmäßig mit den Enkeln. Aber jetzt pass auf, ja. Er fährt immer nur so, dass die Eltern die abends abholen. Das heißt, die sind dann tagsüber da, die schlafen auch mal da, aber das ist alles so in Greifnähe. Okay, das kann auch eine Kombination oder Variante sein. Also mich hast du überzeugt. Gerade nochmal die Bezeichnung bitte von dem Fahrzeug. Das ist der... Cruiser 791 RL und mit dem Zusatz SUV als 4x4. Ja. Wie viele Fahrzeuge habt ihr auf der Messe? 17. 17, also brauchen wir noch 15, haben wir vor uns. Genau. Ja, gleich machen wir Tausch. Ja. Noch drei Fahrzeuge, dann kommt ein Kollege, Kollegin, wer kommt? Schauen wir mal, wer dann gerade Zeit und Lust hat. Aber ich denke, der Markus Engelhardt, der steht schon jetzt zur Verfügung. Die anderen sind gerade in der Anreise aus dem Vertrieb heraus. Und der wird sicherlich der nächste Partner sein dann. So, kleines Detail hier, uns nochmal Gastank. Ich zeige euch nochmal gerade, wie das schön hier verarbeitet ist. Hier ist der Kraftstofftank drunter, nehme ich mal an, ja. Dass er da ist. Dann hast du hier die ganz große Bereifung 265 R 19,5. Das ist das, was viele natürlich sich auch wünschen auf einem ganz normalen Daily. Ja, aber das Problem sind die Bremsen. Das müsste ja komplett neu abgenommen werden mit allen drum und dran. Einfach mal so große Reifen auf hier, dem hier zum Beispiel zu machen, im Charisma, das ist gar nicht so einfach. Funktioniert leider nicht. Also wir haben das auch schon probiert mit Iveco da eine Lösung zu finden, aber bis dato ist sie noch nicht da. Ja, aber die kleinen Reifen funktionieren uns auch. Es sieht doch manchmal ein bisschen komisch aus, aber genau. Es ist ja die eierlegende Wollmilchsau, ja. 7,5 Tonnen und trotzdem Liner zu kriegen. Ich glaube, das ist vielen auch ganz recht. Es gibt ja viele Länder, wo 7,5 Tonnen, wo es noch Führerscheine gibt für 7,5 Tonnen oder wo es einfacher geworden ist. Ich habe gehört, Schweiz hat jetzt auch den C1E, den sie jetzt neu eingeführt haben. Also es wird einfacher, es muss nicht immer der LKW-Führerschein sein. Wie viele Fahrzeuge, Prozent der Fahrzeuge sind denn unter 7,5 Tonnen bei euch? Kann man das ungefähr eingrenzen? Das ist so die Hälfte? Wie viel Prozent? Ja, im Moment sind es gut 60%, die noch unter der 7,5-Tonnen-Bereich liegt. Aber ich denke, der Weg geht bei uns gerade aber mehr zu den schweren und großen Fahrzeugen. Das wird sich in den nächsten Jahren noch mal ein bisschen verändern.
ja, was dieses Verhältnis betrifft. Sehr schön. Also gleich in einem der anderen Videos werden wir euch noch zeigen, es geht auch etwas ganz Besonderes, 7,5 Tonnen und ein PKW hinten drin. Okay. Das ist möglich. Das habt ihr auch schon lange im Programm und wird auch immer wieder mal verkauft. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und dir wünsche ich dann viel Erfolg auf der Messe. Donnerstag, die Ruhe vor dem Sturm. Ein Jahr habt ihr ausgesetzt. Ihr hattet eine Hausmesse da, aber es geht doch nichts über, ich sag mal, dieses Kribbeln auf einer Gesamtmesse, oder? Also für den richtigen Vertrieb, da gehört das einfach dazu. Und wir haben die Messen schon vermisst und wir freuen uns jetzt wahnsinnig darauf, dass wir in Düsseldorf hier wieder am Start sind. Ja, und das Schöne ist, man kann hier kaufen. Das ist eine richtige Verkaufsmesse, oder? Das kann man, ja. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Gerne. Tschüss.